überhaupt nicht erkennen, Jim. Okay, warte. Ich schwör's dir, irgendeinen verdammten Grund gibt es immer. Warte, ich hab's. Mist, das hält nie. Schnauze. Mann, bist du übel drauf. Seid ihr Mädels auch schön eng angeschnallt? Enger als der Arsch dann als. Hey, witzig! Was gibt's für mich da draußen, Joey Ray? Ich glaube, ich habe die Terran gefunden. Aber irgendwas verstehe ich nicht. Da draußen treibt eine verdammte Ladung Zumme herum. Hicka! Diesmal sind wir aber echt im Dreck gelandet. Erklär mir mal, wie wir das alles nach Hause schaffen sollen. Ich bin aus der Formation ausgeschert und bewege mich auf die Reste des Raumschiffs zu. Verdammt, Jim. Die Kamera ist schon wieder ausgefallen. Ja, aber du brauchst nicht gleich zum Meckern. Ich meckere auch nicht, verdammt nochmal. Ich stecke ja draußen in der Scheiße, während du... Hey, ihr verdammten Vollidioten! Hört auf mit dem dämlichen Gequatsche! Haltet den Kanal frei! Lasst den Mist und hört mir endlich zu! Moment, die Kamera läuft wieder. Oh mein Gott, Jim! Angriff von oben! Genau hinter dem Raumschiff! Willkommen auf Marsara, Magistrat. Das Material... Adjutant online. Guten Abend, Magistrat. Hier die letzten Neuigkeiten. Aufgrund der kürzlich erfolgten Zerstörung der Kolonie Chausara durch die Protoss hat der Flugverkehr konföderierter Schiffe innerhalb des Systems erheblich zugenommen. Die Konföderation hat die Sicherheitsvorkehrungen in allen entfernteren Systemen verschärft. Und es ist durchaus möglich, dass auch diese Kolonie geschlossen wird. Während Sie beim Essen waren, erreichte uns eine verschlüsselte Übertragung von der Konföderation. Hier die Wiederholung. Guten Tag, Magistrat. Ich bin General Edmund Duke von den konföderierten Streitkräften, Alpha Squadron. Die Konföderation hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt. Die Operation wird in 48 Stunden abgeschlossen sein. Sie werden sämtliche Kolonisten hinaus in die Ödlandgebiete schicken. Ich weiß, dass es mit dieser neuen Anordnung keine Probleme geben wird. Ende der Übertragung. Ich habe bereits Kontakt zum hiesigen Marshall aufgenommen, James Rayner. Rayner hat sich bereit erklärt, ihr Personal unterwegs zu treffen und zum neuen Treffpunkt zum Ödland zu begleiten. Warte auf Befehle! Melde mich zurück! Worauf soll ich ballern, Sir? Los geht's! Ich glaub's einfach nicht, dass die uns in die Wüste da rausschicken. Die Konföderation denkt echt, die könnte alle Leute einfach so rumschubsen. Melde mich zurück! Kann's kaum noch erwarten! Verstanden!
Hallo Männer, ich bin Jim Raynor, der Marshall hier. Lasst euch von den dämlichen Konföderierten da hinten nicht an den Karren fahren. Ich würde sagen, denen hat die Hitze ein bisschen das Gehirn gegrillt. Also, wenn ihr soweit seid, dann mal Abmarsch. Commander? Befehl, Commander? Wahnsinn! Hier ist Jimmy! Das könnte ja gut werden. Befehle, Captain? Dann mal los, Commander! Worauf soll ich ballern, Sir? Warte auf Befehle. Commander, kann's kaum noch erwarten. Wir müssen los. Gibst du mir jetzt Befehle? Oh mein Gott, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Ich finde, wir sollten den Commander beurlauben. Wie komme ich aus der Affenbisse hier bloß raus? Jetzt geht's rund! Wenn wir nicht diese verdammten Neuralimplantate hätten, wärst du jetzt ein Häufchen Asche. Worauf soll ich ballern, Sir? Ja, Sir? Hier ist Jimmy. Abflugbereit, Sir. Nicht genügend Mineralien. Bestätigt. WBF abflugbereit, Sir. Verstanden. Alles fertig. In diesem Gebäude können Infanterieeinheiten wie zum Beispiel Space Marines ausgebildet werden. Aber klar doch! Commander, das könnte gut werden.